Ja. Ja, im letzten Video, die letzten 20 Minuten bis eine halbe Stunde, 90% gehabt von Gewaltakte, ne? Faster. Und möchte 10-mal hingebunden derzeit. Und auf einmal habe ich auch das. Ja, auf einmal auch bei den Riddler-Geheimnissen alles. Schon gesagt, aber erst später. Jetzt geht's hier los. Bin dabei. Gibt's was Neues, Barb? Nichts. Er ist schon 2 Tage fort. Ich mach mir Sorgen. Du weißt, wie er war seit... Ich werde ihn finden. Ich hoffe, du hast recht. Harley Quinn scheint sich auf eine Belagerung vorzubereiten. Was hat sie vor? Finde Batman und sieh zu, dass du von dort verschwindest, okay? Keine Sorge, Barb. Du kennst mich doch. Du klingst genau wie er. Zum DLC muss ich an. Du wolltest mich da verrecken lassen. 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 Verdammt, wer ist dieser Loser? Das ist Robin. Tötet ihn! Das ist der letzte Spaziergang. Arkham City wird in Flammen aufgehen. Hauptmissionsziele. Untersuche das Verschwinden von Batman. Er war dabei, GCPD-Beamte aus den Händen von Harley Quinn zu befreien, als der Kontakt zu ihm abbrach. Trockendock. Okay. Dann gibt es da keine Rede.
5 verschiedene Schnellfeuer-Ausrüstungsgegenstände an. Na gut. Barb, ich habe die vermissten Beamten gefunden. Quinn hat sie. Irgendeine Spur von Bruce? Negativ. Ich werde weitersuchen. Harley hat dem Polizisten gesagt, dass sie noch was mit ihnen vorhat. Sie dürften vorerst in Sicherheit sein. Sei vorsichtig. Es wird alles gut. Versprochen. Glaubst du? Er ist nicht mehr derselbe seit... Er spricht nicht mal mehr über Talia oder Joker. Sobald wir ihn gefunden haben, helfen wir ihm. Mehr können wir nicht tun. Bitte, das GCPD wird diesen Bereich stürmen. Ihr werdet alle sterben. Ach ja, das glaube ich nicht. Du bist verrückt. Nein, ich traue. An deiner Stelle würde ich mir das merken. Tagen. Vor wenigen Minuten hatte ich die Gelegenheit, Commissioner Gordon über Batmans Verschwinden zu befragen. Du bist verrückt. Der Einsatz ist doch nicht beendet. Wie Sie sehen können, unternimmt das GCPD alles Menschenmögliche, um den Bereich abgeriegelt zu halten. Meldungen zufolge ist Batman in Arkham City. Was können Sie dazu sagen, Commissioner? Soweit ich mich erinnern kann, fehlte Batman nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Wollen Sie etwa abstreiten, dass seine Aktionen von Ihnen stillschweigend gebilligt werden? Und was ist mit Jokers Leiche? Können Sie Gott dann sagen, wo sie ist? Wir sind hier fertig. Schafft mir diese verdammten Reporter vom Hals. Gibt's was Neues von Harley? Nee, die heult vermutlich immer noch. Sie muss endlich mal drüber hinwegkommen.
Sie wird langsam zu einer Belastung. Sonst noch was? Hast du vor, den Laden zu übernehmen? Vielleicht. Das will ich sehen. Glaubst du, ich hab's nicht drauf? Ah. Wer ist das? Wenn ich fertig bin, erkennt dich nicht mal mehr deine Mama. Hat sie Batman. Vielleicht kommt die wieder runter, tot ist. Das bezweifle. Erdnomad, woher wollen wir wissen, dass sie uns nicht bei einer ihrer total durchgeknallten Racheaktionen verhält? Es wäre ja nicht das erste Mal, dass jemand genau das... Ein guter Einwand. Wir brauchen einen Plan. Wir müssen uns überlegen, was wir machen, falls es hier schlimmer wird. Schlimmer? Joker ist tot, Harley durchgeknallt und wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Wie viel schlimmer soll es bitte schön werden, ne? Schlimmer geht immer. Thank you.
feiges Huhn! Ich wusste immer schon, dass du zu feige bist. Was ist los? Zu feige, um zu kämpfen? Was ist los? Zu feige, um zu kämpfen? Was ist los? Zu feige, um zu kämpfen? Das ist nicht vorbei. Oh nein. Nee, worauf wartest du noch? Wir werden dich auseinandernehmen, Robin. Du wirst in Arkham City sterben. Wir legen dich um, Robin. Ich werde dir deinen dämlichen Schädel von den Schultern reißen, Robin. Jeder, der hier langkommt, wird es schrecklich bereuen. Das will ich hoffen. Ich habe den Kontakt zu den anderen verloren. Das gefällt mir gar nicht. Ist gar kein Problem. Wenn ich den Penner erledigt habe, wird alles gut. Kann ich dich dann mal besuchen kommen? Was? Nichts. Hast du gerade versucht, mich anzubaddern? Nein, ich wollte nur höflich sein und helfen. Nein, bitte, du verstehst nicht. Oh, ich verstehe. Nein, echt. Mach, was ich will und vielleicht verzeihe ich dir. Enttäusch mich und du wirst es bereuen. Ach, Mr. J., wie bist du nur mit diesem Idioten klargekommen?
keine Ahnung, wer du bist. Aber wehe, du kommst einen Schritt näher. Was ist? Hast du Schiss vor? Na los, zeig mir deine Fresse, damit ich sie dir wegballern kann. Keine Ahnung, wer du bist, aber wehe, du kommst einen Schritt näher. Wer ist das? Verdammt, beeil dich! Ich will nur, dass es ordentlich gemacht wird. Harley übertreibt's. Batman ist vorhin hier lang gekommen und jetzt haben wir ihn. Es ist... Die Tür ist versiegelt. Ich muss einen anderen Weg finden.
Na los, heb ihn auf! Auf keinen Fall, Mann! Das Ding ist gefährlich! Hast du gesehen, was es gemacht hat? Ist nur ein Gürtel. Nein, es ist Batmans Gürtel. Na und? Ein Gürtel bleibt ein Gürtel. Was? Hast du Schiss vor einem kleinen Stromschlag? Heute Nacht wirst du sterben. Das wird nicht lange dauern, Robin. Jetzt haben wir dich, Robin. Halt ein. Einfach nur den verdammten Bereich im Auge. Ich will nicht, dass diese Irre da rauskommt, klar? Harley Quinn. Ach, wie hast du das erraten? Ihre Schläge haben meine Jungs in einen Hinterhalt gelockt und zum Stahlwerk geschleift. Wir kommen nicht ran. Ich erledige das. Bist du sicher? Du weißt, dass sie dir die Schuld gibt, oder? Könnte eine Falle sein. Ziehen Sie sich zurück, damit es keine Verletzten gibt. Ich übernehme den Rest. Du siehst furchtbar aus. In der Umgebung. Ja, und einen Titanen, ja. Schurken mit Waffe, ohne Titan und ein Objekt, ein 4. Thank you.
waren vorher die Polizei. Zeit zu sterben! Er ist hier! Verlangt, dass Harley uns warme Klamotten gibt. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Sagen. Ich weiß, dass Batman Joker umgelegt hat. Ich weiß es einfach. Naja, ihr wisst alles. So können wir die Bullen nicht einfach ausknipsen und von hier verschwinden. City verschwinden. Ich friere mir den Arsch ab. Harley dreht immer noch am Rad. Ich will nicht, dass sie auf mich sauer wird. So bescheuert ist, in Arkham City rumzuhängen, verdient er es, gefoltert zu werden. Ich hätte gedacht, dass Bruce Wayne hier lebend wieder rauskommt. Die Bullen sind erledigt. Wie kalt muss es denn noch werden, bevor uns endlich jemand Leder vergibt?
fragst, sollte Harley einfach mal zu einem Arzt gehen und ihren ganzen Rachefeldzug vergessen. Dass Gordon so blöd ist, noch mehr von seinen Jungs zu verlieren. Schnell von hier verschwinden. So schnell es geht. Saukalt hier draußen. Ich glaube, ich habe ein Fetzen von Strange gefunden. Ist das ein Ohr? Das ist nur irgendein Stück fauliges Fleisch. Ich krieg nur Schub, wenn ich den Greifhaken auf größere Distanz einsetze. Wohl zu viel Schiss. Kann ich glauben, dass diese Vicky Vale immer noch von hier berichten will. Wo du auch bist, Batman, ich werde dich finden. Es ist Batman! Sie hat die Brühen sicher längst umgelegt. Nachdenken, wie man diese Klamotten wärmer bekommt. Ich glaube, das mit den Bullen ist nur eine Falle, um Batman zu kriegen. Ob es hier noch andere schwere Jungs gibt. Sind die alle verlegt worden? Immer noch hier. Immer noch kurz vorm Erfrieren.
Harley ist total durchgeknallt, seit Jay tot ist. Ist nie und nimmer tot. Ich glaube es einfach nicht. Sich besser nicht fangen lassen sollen. Was jetzt passiert, ist ihre eigene Schuld. Können wir die Bullen nicht einfach ausknipsen und von hier verschwinden? Wenn ich Batman, Robin oder einen dieser anderen Gutmenschen sehe, jage ich denen eine Kugel in den Schädel. Hälfte fast schon. Eine noch und ich habe mal die Hälfte. Das nicht einfach hinter uns bringen und aus Arkham City verschwinden? Ich friere mir den Arsch ab. Thank you.
wird sich nicht trauen, hierher zu kommen. Wann Harley reif für eine neue Beziehung ist. Dass Harley uns warme Klamotten gibt. Ich kann es kaum erwarten, endlich von hier zu verschwinden. Schweine um und lass uns verschwinden. Darf ich eigentlich keinen von den Bullen kalt machen? Ein Fingerblick. Endlich von hier zu verschwinden. Batman! Es ist Batman! Sag mir für die Alte, den Arsch abzufrieren. Ich hätte nicht gedacht, dass Gordon so blöd ist, noch mehr von seinen Jungs zu verlieren. Bullen noch nie leiden. Hoffe, Harley macht sie richtig fertig.
was die alles sagen. Ich weiß, dass Batman Joker umgelegt hat. Ich weiß es einfach. Harley, leg die Bullenschweine um und lass uns verschwinden. Was? Wie kalt muss es denn noch werden, bevor uns endlich jemand Mäntel gibt? Sich nicht trauen, hierher zu kommen.
ihr gehört? Lasst mich in Ruhe! Was? Ich habe euch nur gesagt, dass ihr mich nicht merken sollt. Da ist einer der Polizisten. Bitte! Das müsst ihr nicht tun! Natürlich müssen wir das nicht tun. Vorsicht! Steht am Auf! Sie sind in Sicherheit. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Was ist passiert? Wo sind die anderen? Es war ein Hinterhalt. Sie haben uns vor Stahlwerk gebracht und angefangen, uns zu verprügeln. Diese Bastarde haben die anderen weggeschafft und mich hierher gebracht. Verstecken Sie sich. Ja, gute Idee. Alles okay? Du willst nicht reden? Kein Problem. Ich warte einfach hier. Du hast mich gerettet, Mann.
Vicki Vale. Ich befinde mich vor den Toren von Arkham City, wo nur Wochen nach den schrecklichen Geschehnissen, die ganz Gotham erschüttert haben, erneut das Chaos ausgebrochen ist. Vor wenigen Minuten wurde ich Zeugin, wie Batman höchstpersönlich mit Commissioner Gordon vom GCPD sprach. Worum ging es in dem Gespräch? Uns erreichten Berichte darüber, dass Polizeibeamte vermisst werden und wenn man die Fassaden der Gebäude von Arkham betrachtet, liegt der Verdacht nahe, dass Harley Quinn ihre Finger im Spiel hat. Quinn wurde in der Nacht aus Arkham City verlegt, als ihr Freund Joker starb. Einem von der Stadt in Auftrag gegebenen psychiatrischen Gutachten zufolge war sie dabei, und ich zitiere, total durchzuknallen. Quinn ist vor 3 Tagen aus der provisorischen Gefangenenanstalt entkommen. Allem Anschein nach hält sie sich im Augenblick ganz in meiner Nähe auf. Zurück ins Studio. Könnte doch ein Fall sein. Idiot. Wieso? Es soll doch niemand was davon mitbekommen. Denk drüber nach. Was wäre, wenn irgendeiner eins dieser Mikrofondinger angezapft hat oder Batman uns hört? Willst du derjenige sein, der Harley sagt, dass er Mist gebaut hat? Glaubst, dass Batman hier ist? Vorsicht! Batman ist hier! Schläger haben sich über die vermissten Beamten unterhalten. Wenn sie hier waren, haben sie vielleicht Spuren hinterlassen, denen ich folgen kann. An alle Einheiten, hier spricht Gordon. Ab sofort gesagt. Das Funkgerät gehörte einem Polizisten. Vielleicht finde ich hier Hinweise darauf, wo man ihn hingebracht hat. Ich sollte den Tatort untersuchen. Die CCTV-Beamte haben sich unverzüglich zurückzuziehen. Damit meine ich sofort. Keine Heldentaten, verstanden? Dieses Blut stammt von dem Polizisten. Ich sollte ihm folgen, um herauszufinden, wo er hingebracht wurde. Mir egal, was die alles sagen. Entschuldigung, Kollege, ist das Batman? Ein schlechter Zeitpunkt mit wem? Hey, schaff diese Reporterin weg. Sofort. Ist Batman in Arkham City? Hey, nimm die Finger weg, Freundchen. Was heißt dieser Einkommissar? Was verhalten Sie? Sich nicht trauen, hierher zu kommen. Entdeckung! Es ist Batman! Verschwinden. So schnell es geht. Wenn du mich fragst, sollte Harley einfach mal zu einem Arzt gehen. Und ihren ganzen Rachefeldzug vergessen.
gedacht, dass Gordon so blöd ist, noch mehr von seinen Jungs zu verlieren. Was macht Batman hier? Was machen wir hier drin überhaupt? Wir bewachen diesen bescheuerten Schalter. Mann, ich dachte, dieser Ort ist geheim. Wer soll denn hier reinkommen? Batman? Ja, sicher. Ich dachte, es sei völlig unmöglich, dieses Ding zu knacken. Und überhaupt... Batman, er ist hier! Wenn wir mit dir fertig sind, erkennt ihr... Sag mir, wie ich durch die Tür komme und vergeude keine Zeit mit Lügen. Ich merke das. Oh Gott, Harley hat die Schlüsselkarten an diejenigen verteilt, denen sie am meisten vertraut. Du brauchst 3 Codes, um reinzukommen. Bitte, ich sag dir, wo sie sind. Aber tu mir nicht weh. Ich versuch's. Natürlich brauche ich 3 Codes. Schuld.
hätte nicht gedacht, dass Gordon so blöd ist, noch mehr von seinen Jungs zu verlieren. Darf ich eigentlich keinen von den Bullen kalt machen? Was war das? Dieser Schurke hat den Code. Ich muss dafür sorgen, dass er als letzter übrig bleibt und mir alles erzählt, was er weiß. Der Code. Her damit, sonst gibt's blaue Flecken. Hier ist er. Bitte, ich will keinen Ärger bekommen. Zu spät. Das ist ein Code. Ich brauche noch zwei. Schweine um und lass uns verschwinden. Gib mir den Code. Sicher, kein Problem. Da, ich hab getan, was du wolltest. Und ich habe nie daran gezweifelt, dass du es tun würdest. Ihr seid super Verbrecher. Noch ein Code und ich kann in Harley Quinns Sicherheitssystem eindringen. Wer heißt du? Sie dreht immer noch am Rad. Ich will nicht, dass sie auf mich sauer wird. Thank you.
Ich glaube, ich habe ein Fetzen von Strange gefunden. Ist das ein Ohr? Das ist nur irgendein Stück fauliges Fleisch. Wer hätte gedacht, dass Bruce Wayne hier lebend wieder rauskommt? Vorsicht, die Fledermaus! Der Code. Sofort! Bitte tu mir nicht weh! Hier ist er! Schlaf gut. Das sind alle Codes. Nächster Halt, Harley Quinn. Fassbar, dass Jay tot ist. Kann man sich gar nicht vorstellen. Entspann dich, Mann. Wir sind sicher. Keiner weiß, dass wir hier unten sind. Ist eine Geheimbasis, richtig? Was ist mit Batman? Oder dem Jungen, mit dem er rumhängt? Seit Jay getötet wurde, lassen die sich nicht mehr blicken. Ach komm. Es ist Batman! Ich leg dich um! Was
hast überhaupt keine Chance. Na, Angst? Bis zum nächsten Mal. Baba und auf Wiedersehen.